Da der Roller mit dem SIP BFA-Motor fast fertig ist, aber immerhin noch 5 Tage bis zum Nürburgring sind, wo ich meine Probefahrt machen möchte, habe ich mich entschieden, noch mal einiges auseinanderzunehmen und ganz anders zu machen, damit wir noch ein paar Folgen drehen können. So zum Beispiel? Das zeitaufwendigste und unter Umständen auch nervenraubendste, was ich mir ausgedacht habe, ist diese Schaltraste. Ihr kennt bestimmt die Listor-Schaltraste. Die hat den Vorteil, dass die kleiner wird ab dem zweiten Gang und im ersten Gang und im Leerlauf auf normaler Größe ist. Das hat den Vorteil, dass man ab dem zweiten Gang eine ganz schmale Schaltraste hat und mehr Schräglagefreiheit. Und ihr kennt bestimmt die Motorino Diablo Schaltrasten. Das habe ich euch schon vorgestellt. Hier ist eine Motorino Diablo Schaltraste bereits verbaut. Das ist eine sequentielle Schaltung, wo der Griff immer wieder in Nulllage zurückgeht und man sich dadurch fast nicht verschalten kann. Was ich hier in der Hand habe, ist jetzt eine Kombination aus beiden. An der Stelle vielen Dank an Christian von Motorino Diablo, der das mit mir zusammen umgebaut hat oder der es hauptsächlich umgebaut hat, weil er halt genau weiß, wie seine Schaltung funktioniert. Und man musste hier tatsächlich auf 1/10 Millimeter achten, damit diese ganze Mechanik hier drin wieder optimal funktioniert. Ob das auch im Roller funktioniert, das probiere ich als nächstes. Als erstes fange ich also an, die alte Motorino Diablo Schaltraste abzubauen. Das ist scheiße. Öl läuft aus. Mehr als ich dachte. Vorbei. Markieren wir mal den äußeren Schaltzug mit so einem Kabelende, der soll nach außen. So, jetzt sieht man ein Problem. Wenn man so einen Bautenzug benutzt hat, splitzt er leicht auf. Egal in welchem Zustand, hätte ich jetzt auch verlöten können, aber dann wäre immer noch diese Stelle hier. Und in der Motorino Diablo Schaltrasse ist sehr wenig Platz für die Bautenzüge mit sehr kleinen Schraubnippeln. Deswegen steht es auch in der Anleitung von Motorino Diablo, jedes Mal neue Schaltzüge verwenden. Und das mache ich jetzt als nächstes. Noch gar nicht benutzt, schon wieder alles auf. Also als erstes muss der Scheinwerfer raus und die Klammer für den Rückstellmechanismus, damit ich auch vernünftig an den unteren Zug komme. Sonst wird das alles viel zu fummelig. Ich halte jetzt hier den Außenzug mit der Spitzzange fest, damit er mir nicht wegrutscht. Jetzt kann der Krams hier oben wieder zusammengebaut werden und dann stelle ich die Schaltraste unten ein. Den Zug einfädeln und dann sieht man, warum das hier eng ist. Kommt nämlich nicht in die Miegung hier rein. Also das hier reinzukriegen ist so schon fummelig und wenn da irgendwie der Bautenzug aufgesplitzt oder verbogen oder so verdrückt ist, dann macht das keinen Spaß. So wie das nicht gucken. So war jetzt besser. Also das meiste funktioniert, was noch nicht funktioniert, ist, dass die Schaltraste auch von alleine kleiner wird. Dem muss ich nochmal auf den Grund gehen. Ich denke, das liegt an der Federvorspannung. Also versuche ich ein bisschen die Federvorspannung hier zu erhöhen und gucke, ob es sich dann bessert. Guck. So, im Leerlauf wird sie größer, im ersten wird sie noch größer. Das ist ziemlich doof für Kurven, aber im ersten fährt man halt keine Kurven, sondern im zweiten, sorry. Und im dritten und vierten ist sie natürlich auch klein. Ja, das jetzt klappt es doch besser als gedacht, muss ich sagen. Darf ja auch mal sein. Muss ich nur noch gucken, ob sie auch passt. Das ist alles ein bisschen enger beim BFA-Motor. Und jetzt wird es halt auch fürchterlich spannend. Die Schaltraste funktioniert, aber passt sie auch. Ausgelegt ist ja nicht für BFA, sondern für einen Originalmotor. Gut, wenn man hier Öl hat, dann kann man die Dichtung einölen. Ungefähr genauso nervig habe ich es mir vorgestellt.
Passt nicht. Hier oben auf der Listor-Schaltraste sind so Schrauben. Und an der gleichen Stelle, wo diese Schrauben sind, ist das BFA-Motorgehäuse dicker als ein originales. Das heißt, ich kann das so gar nicht montieren. Das ist ja jetzt mal ganz großes Kino. Das heißt, ich muss erstmal anfangen, da das wegzuballern. Ich baue das jetzt mal ab hier und versuche mal ein bisschen zu kennzeichnen, wo ich fräsen muss, wo ich Platz schaffen muss. Also zwischen den schwarzen Markierungen muss ich jetzt was wegnehmen. Am besten ohne mir alles mit Spänen voll zu sorgen. Dann brauche ich nur noch einen Fräser. Also ich probiere das jetzt erstmal mit einem relativ normalen Fräser auf dem Druckluft, also mit einem Druckluftaufsatz und einem Metallfräser und schau mal, wie ich da vorankomme. Also das sind zum Glück hier sehr gute Fräser, aber wie gut ich vorankomme, weiß ich trotzdem nicht. Schutzbrille ist immer wichtig. Wenn man nachts in der Notaufnahme war und irgendein genervter und übermüdeter 25-jähriger Medizinstudent einen Löffel ins Auge gesteckt hat, um so einen Metallsplitter rauszuholen, dann weiß man, Schutzbrillen zu schätzen. Ist immer zu empfehlen. Ich werde hier nicht ganz ein, weil die Schraube zu lang ist. Das ist anscheinend beim BFA-Motor die Gehäusehöhe etwas anders als beim Original. Die Schraube, die das Pad hier reinzieht, die stößt hier an. Aber das ist nicht so schlimm, die kann ich kürzen. Hier gleich mal einen Schleifbock und kürze die mal kurz. Gut. Schrauben wieder abnehmen, entgraten und dann zusammenbauen. Dann mache ich erstmal alles sauber, bevor ich irgendwas weiter friemel. Grate ich das nochmal. Jetzt funktioniert das hoffentlich. Aha, erste, okay. Zweite. Und zusammen. Ja, gut. So, ihr seht, ich habe jetzt hier für ziemlich viel Verwüstung gesorgt, weil ich noch einiges anpassen musste, aber inzwischen funktioniert es zum Glück. Worauf ich euch aufmerksam machen möchte, ist, die Listor-Schaltraste, die kann man einstellen. Die hat hier oben am Hebel, hat die so 5 Schrauben, 2 Madenschrauben und 3 lange Schrauben und darin kann man den Hebel leicht verstellen. Achtet darauf, dass die Listor-Schaltraste wirklich gut justiert ist, wenn ihr die verbaut. Das Ganze funktioniert jetzt bei mir im Groben. Ich will noch ein bisschen die Federkraft hier dieser beiden Schubstangen justieren, dass das auch gleichmäßig einfährt. Das sind aber nur kleine Arbeiten noch. Ansonsten funktioniert es. Das Wichtigste ist vor allem erstmal, dass ich jetzt hier sauber mache und dann kann ich mit anderen Sachen weitermachen.